Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2. It's about time hier im alten Mittelalter. Also im dunklen Mittelalter, im alten Mittelalter, ja. So, es ist nicht mehr lang, bis wir es geschafft haben. Nur noch zwei Level. Und eins davon ist der Dr. Zombos Fight. Aber erstmal überleben wir dieses Level und schützen die bedrohten Pflanzen. Zumindest versuchen wir das. Und es erwartet uns einfach alles, was wir kennen. Ist ja klar. Jetzt geht's ja auch um die Wurst. Gut, so, Magneten müssen wir beschützen. Ich nehme aber lieber auch noch ein paar Magneten mit. Könnte natürlich auch hier mal irgendwie ein paar andere Pflanzen ausprobieren. Zum Beispiel... Aha. Wie wäre das mit dir? Komm, wir nehmen den einfach mal mit. Laserbohne ist trotzdem immer sehr beliebt bei mir. Ich meine, ich mag auch... Aber wenn ich... Habe ich dann noch? Kann ich dann noch? Muss ich? Habe ich genug? Ist das okay? Ach so, Grabsteinfresser brauche ich noch. Okay. Ach komm, wir probieren es mal. Wird schon schief gehen. Okay, also wir brauchen... Ich stelle dann die hier vor die Magneten, damit alle immer weggeschleudert werden. Die dann nur in die Nähe kommen. Gut, dass der erste Zombie da kommt, dann kann ich das, ich kann aber den ja auch, machen wir das mal so. So, du wirst dann erstmal ein bisschen rumgeschleudert. Wie es sich gehört. Jetzt kommt da oben auch noch einer. Ist aber ja kein Problem für mich. Da pflanze ich da einfach auch noch so ein Ding hin. Und dann können wir gleich... So. Also es würde mich nicht wundern, wenn auch dann sehr schnell Nekromantie kommt. Deswegen sollte ich die Grabsteine auffressen, alle. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler, das könnte blöd sein. Machst du noch? Reagierst du noch? Oh, okay. Oh nein, okay. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Das machen wir einfach nochmal genau so. Ich habe nicht gesehen, dass sie auf in allen drei Reihen, wo die hier Magneten sind. Ich meine, ich könnte auch noch den kleinen Pustepilz für den Anfang, aber ich will eigentlich keine der anderen Pflanzen wegtun. Deswegen versuchen wir das nochmal, nur diesmal muss ich besser aufpassen. Vielleicht sollte ich dann doch lieber für die auf diese Reihen mit dem Stinkpilz arbeiten. Was kann ich ja machen? Stellen wir den mal dahin. Für den Anfang spule ich mal vor. Ich weiß, gleich muss ich aufpassen, was ich mache. Ich hätte gerne da auch noch so einen Stinkpilz. Dankeschön. Okay, und zwar nämlich genau jetzt. Das ist nämlich schon blöd. Okay, so schnell kann ich gar nicht drei von diesen Dingern pflanzen. Wir brauchen zu lange zum Aufladen. Was ist das denn? Okay, hier eine Laserbohne. Oh ne, jetzt habe ich... Ja, ich glaube, das wird so nichts. Ja, okay. Schade. okay. Dann anders. Ich mag den aber eigentlich. Ich finde den super. Muss ich vielleicht auf die Wintermelone verzichten? Ich könnte... ja, okay. Ich könnte natürlich auch irgendwie so eine Bohne mitnehmen oder sowas. Aber ich glaube, hier, der kostet nichts. Der ist schon am besten für den Anfang. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ich spule mal vor, auch wenn das gleich wieder... Also hier kommt der erste Zombie. Kann ich da schon mal... Okay, ja. Sorry. Da kommt dann der nächste und dann...
Aber dann mache ich das am besten doch schon mal so. Die bereite ich schon mal darauf vor. Ah, jetzt ist er schon ready. Na gut. Ja, so habe ich auf jeden Fall auch viel mehr. Okay, ich mache nochmal langsamer. Ich weiß nicht, ob meine kleinen Pustepilze das aushalten. Wahrscheinlich nämlich eher nicht. Aber vielleicht ja doch. Man weiß es nicht so. Ich sollte weiter Sonnenlicht bereitstellen. So, Aha, jetzt kommen schon die ersten Zauberer. Das ist ja herrlich. Und der erste König, okay. Ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich tue. Also hier würde ich gerne den aufstellen, obwohl das jetzt noch nicht so viel... Auf jeden Fall muss hier dieser doofe Zauberer sterben. Nein, was? Oh. Ja. Okay, ich glaube, alle guten Dinge sind vier. Verdammt. Aber das lief jetzt schon besser. Es ist nur echt schwierig, alles im Blick zu behalten. Boah. Okay, nochmal. Vielleicht wäre... Vielleicht wäre Feuer gar nicht so schlecht. Okay. Also ich bin davon überzeugt, dass ich das schaffen kann. Ich muss nur besser aufpassen. Diese Zauberer sind halt blöd, weil die... Ja. Meine ganze... Vielleicht sollte ich hier schon mal dahinter das so machen. So, jetzt kommen die gleich. Ich mach das mal so. Mein kleiner Pustepilz wird da wahrscheinlich nicht viel reißen. Aber er kann es ja trotzdem mal versuchen. So, und da kann schon geblubbert werden. So. Der Grabstein muss auch weg. Also es ging ja ganz gut bis zu diesem blöden Zauberer. Deswegen machen wir das einfach so. Dann kann da gar nichts passieren. Okay. Soweit so gut. Jetzt müsste noch dieser blöde König da unten sterben. Muss ersetzt werden. So, dann würde ich jetzt hier auch noch eine Reihe Magneten aufbauen. Man weiß ja nie. Ach, die Grabsteine. So, ich. Oh mein Gott. Ich muss jetzt wissen, ob überall noch genug von denen... Okay, der muss ersetzt werden. Oh, okay. Ja, sorry. Ja, sorry. Okay. Oh. Ja, machen wir das mal kurz so. Okay, das ist jetzt schlecht, dass diese ganzen... dass ich die alle ersetzen muss. Und dass wir jetzt blöde Zauberer haben. Auch nicht gut. Ich muss sie mal gerade töten. Muss ersetzt werden.
Und die letzte Welle mit Gargantua. Das tut natürlich scheiße. Ich finde es nicht gut, dass du meine Laserbohne aufgefressen hast. So, die kommen gar nicht in den... Okay. Die sind gar nicht in den Lanes mit den Dingern. Achso, ich kann hier auch mal was machen. Gut. Bei dem anderen darf es eigentlich auch nicht mehr lang dauern. Schleuderst du den noch zurück? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Nee, die Kleinen. Ach, come on. Das kann doch nicht sein. Ich platziere hier so lange irgendwas Neues, bis du stirbst. Ah, geht doch. Okay, beim vierten Mal hat es dann endlich geklappt. Ja, man muss aufpassen, was man tut. Ach, besiege Hofner-Zombies. Noch 15 Stück. Naja, mal gucken, ob jetzt beim Kampf gegen Dr. Zombos noch 15 Hofnarren kommen. Das wäre ja ganz schön. Okay, dann schauen wir mal, was er heute für uns auf Lager hat. Einen neuen Zombot. So, dann schauen wir mal. Das sollte hoffentlich kein Problem werden. Nicht so viel gerade. Ein Ersuchen an euch, unwürdiger Feind. Habt ihr bemerkt, wie wild eure Pflanzen werden, wenn sie Spezialdünger bekommen? Nun, und habt ihr euch schon einmal gefragt, woraus der Dünger besteht? Für wahr, ich sage es euch, Zombies. Spezialdünger wird aus Zombies gemacht. Nicht möglich. Wir düngen unsere Pflanzen nur mit hochwertigen Bio... Hey Penny, woraus besteht der Spezialdünger nochmal? Ich fürchte, die Zusammensetzung muss ich erst analysieren, Benutzer Dave. Ich führe ein paar Tests durch. Etwas Geduld bitte. Ja, wäre mir egal, wenn die aus Zombies besteht, ehrlich gesagt. So. Es wird heiß. Es wird feurig. Wir haben einen Drachen. Warum hat der denn so einen Römerhelm auf? Das passt irgendwie nicht so richtig, finde ich. Noch hier im Mittelalter. So, wir gucken erstmal, was der macht. Da kommt schon der erste Gaukler, der erste Hofnarr. Wir müssen ja noch 15 töten, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, wie süß, kleine Drachen. Ah, okay, der ist nicht so gut dafür. Ja, okay, dann habe ich hier oben jetzt schon verkackt, muss ich mal sagen. Also ich kann den noch hier auch wegpusten. Nein, kann ich nicht. Aber jetzt. Hey, ich will ja nicht schon direkt den ersten blöden Zombie. Wenn jetzt hier dann auch noch irgendwas Besseres kommen, gegen die doofen Hofnarren hilft. Dankeschön. Naja, komm, dann blase ich die nochmal weg. Ich finde das auf jeden Fall nett, dass er seine Zombies selber kaputt macht wieder. Zwischendurch. Oh, verstärkter Magnet? Wieso ist der verstärkt? Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Ah, der macht auch gegen den Schaden. Das ist ja gut. Ah, gut. Den Hofner ist das natürlich wieder blöd. Ah, oh, ne, Zauberer wollen wir nicht. So, ah, der ist jetzt gelähmt, glaube ich.
schön. Dämliche Hofnarren. So, stellen wir nochmal den Magnet hier hin. Bam! Ich hab den doch nicht verbessert. Also das wäre mir auf jeden Fall doch aufgefallen, oder? So, erste Stufe ist schon mal vorbei. Achso, wahrscheinlich macht der jetzt eh wieder meine ganzen Pflanzen kaputt, könnte ich mir vorstellen. Oh. Ein Gigantua. Kriegen die erstmal alle Butter. Und dann mal gucken, ne? Oh, noch mehr Gargantuas. Finde ich aber jetzt nicht so schön. Ja, das scheint nicht so viel zu nutzen gegen den. Okay, jetzt kommt wieder Feuer. Mensch, diese blöden Gargantuas müssen mal sterben. Ist da noch Platz? Ja. Oh, wir brauchen echt viele von denen. Und wir sind gerade mal bei der Hälfte jetzt. Hey, was soll das denn? Ich habe leider keinen Spezialdünger mehr. Was ungünstig ist. Also hier laufen die jetzt, glaube ich, durch. Da kann ja nichts dagegen tun. Also hier finde ich, könnte der mir jetzt auch mal behilflich sein und die alle kaputt machen. Demine, ey. Okay, der erste Rasenmäher ist weg. Die Gargantuas halten ziemlich viel aus, muss ich sagen. Wäre gut, wenn ich jetzt mal diesen blöden Drachen ein bisschen mehr... Aber endlich mal... Wahnsinn, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, oder was? Wie doof ist das denn bitte? Kriege ich aber echt zu viel, ne? Okay. Also, ich habe fast keine Rasenmäher mehr. Natürlich nicht so super. Ja, der bringt mir gerade gar nichts. Das ist ziemlich gemein. Wie soll ich das denn jetzt machen? Okay. Letzte Stufe. Ich hoffe... Also ich habe nur noch einen Rasen mehr, ey. Mann. So heftig war das bisher ja noch nie. Ich warte erstmal, bis ich was pflanze. Das wird ja jetzt noch. Ne, hier oben geht es gar nicht, leider. Ey. Das ist doch gemein. Jetzt kann ich vor allem hier nichts pflanzen. Ey, wie knapp das immer ist. Okay, erstmal, Oh, ne, jetzt auch noch ein Zauberer. Der Zauberer kaputt.
Mann. Oh, oh, scheiße. Das wird ja nichts bringen. Oh Gott, der Dank ist gegangen. Hatte ich echt schon gerade ein bisschen Schiss bekommen. Dass nichts mehr wird. Warum kann er jetzt bitte mal sterben? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schwierig wird, ehrlich gesagt. Boah, Spezialdünger. Krass. Also, ich weiß nicht. Den jetzt mit Spezialdinger fertig machen kann. Kann er das mal lassen? Wahnsinn. Okay, ich probiere es jetzt dann nochmal aus. Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht. Das hat den gar nicht berührt, oder was? Nein! Oh gut, da ist ja noch eine Rasen mehr. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Komm, kannst du jetzt mal sterben, du blödes Ding. Ich musste alle Rasen mehr opfern. Ey, was? Was? Naja, egal. Hauptsache es hat funktioniert. Und ich musste das nicht viermal versuchen. Oh, jetzt noch 8 Hofnarzombies. Naja, gut. Die werde ich dann einfach offscreen erledigen. Es deutet nichts darauf hin, dass Spezialdünger Zombie oder Zombie-Nebenprodukte enthält. Puh, Pflanzen sollten keine Zombies essen, die Pflanzen essen. Außer der Schnapper, der muss, denn er braucht die Ballaststoffe. Warum lügt euer zeitreisendes Gefährt euch an? Vielleicht machen wir uns da mal Gedanken drüber. Ich gehe nun. Man stelle sich einen Abgang mit manischem Gelächter vor. Oder so. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombot, den dunklen Zombot-Drachen, besiegt. Yay! Und damit kriegen wir eine Pinata. Und wenn ich jetzt noch 8 blöde Hofmarre-Zombies besiege, dann kriege ich nochmal 3 Pinatas. Und vielleicht kann ich dann ganz viel aufleveln. Ja. Und beim nächsten Mal schalten wir dann die nächste Welt frei. Wuhu, Wahnsinn. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und das war's für heute. Und das war's mit dem dunklen Mittelalter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.